Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kunsthimmel. Heute möchte ich mit euch ein Waldbild malen. Schaut mal. Mit einem Weg, mit einer Lichtung, leichten Lichtung und das Grün, wie das angestrahlt wird vom Sonnenlicht. Wir arbeiten heute auf schwarzem Karton und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, dann wollen wir mal starten. Wir nehmen Weiß und setzen eine Lichtquelle rein auf unser schwarzes Blatt. Ich habe ein schwarzes Aquarellpapier genommen, was ich auch auf links gedreht habe, damit die Struktur nicht ganz so grob ist vom Papier. Nämlich ein helles Gelb. Dass es eine warme Lichtquelle gibt. Abschütteln. Jetzt nehme ich Schwarz und setze ganz wahllos leichte Streifen rein, die dann hinterher im Hintergrund so ein bisschen verschwinden. Das sind die Bäume, die weit weg sind. Die sieht man gleich teilweise gar nicht mehr. Gehe ich einfach mal einmal mit dem Finger drüber. So, und jetzt werde ich das Bild einmal einsprühen. So, ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich das zwischendurch eingesprüht habe. Und zwar habe ich das gemacht, damit die Kreide, die ich jetzt auftrage, auch wirklich auf dem Bild bleibt und nicht immer wieder abfällt. Weil ich möchte das ja natürlich ein bisschen heller haben und möchte aber trotz alledem auch die Konturen mit dem wenigen Weiß auch erhalten. So, jetzt habe ich mir hier, wie ihr seht, eine etwas breitere Stelle gelassen und da setze ich natürlich den hellsten Bereich und setze direkt Strahlen, die durch die Bäume gehen. Auf der rechten Seite werde ich das so ziemlich lassen. Hier setze ich noch mal ein bisschen hell, weil ich möchte so richtige Lichtstrahlen erreichen. So, das wird jetzt wieder hell gemacht, wieder verwischt. Es bleibt natürlich nicht so extrem streifig. Weil da kommen ja noch weitere Bäume und Gräser und alles Mögliche dazu. So, jetzt setze ich noch weitere Bäume, die schon ein bisschen, wie ihr seht, ein bisschen intensiver von der Farbe sind. Ich mache die auch in Schwarz. Thank you.
und setze auch noch einmal ein kleines bisschen die Strahlen nach. Ziehe die nochmal nach. Aber nur ein bisschen. Jetzt fange ich mit dem Grün an und zwar setze ich ein ganz dunkles Grün, was hinterher der Untergrund des Laubes wird. Nicht komplett alles ausmalen, die ganzen Bäume wegmalen, aber überall ein bisschen hin mit dem Grün. Könnt ihr ruhig euren schwarzen Finger nehmen. Das wird eh nur der Untergrund. Nicht komplett verreiben, sondern immer in kleinen kreisenden Bewegungen. So, und nun werde ich das noch einmal einsprühen, das Bild. So, jetzt gehen wir ans ein wenig Ausarbeiten der Bäume. Jetzt werde ich, entweder macht ihr jetzt neue Bäume oder ihr macht das so wie ich, teilweise die Bäume, die im Prinzip schon vorhanden sind. Die müssen jetzt nicht komplett detailliert sein, könnt ihr natürlich machen, das sieht bestimmt sehr gut aus. Natürlich, was ganz wichtig ist, wenn ihr eh schon euer Bild einsprüht, dass ihr dann auch sofort eure Finger ein bisschen reinigt. Ich habe hier immer Feuchttücher liegen oder mal einen feuchten Lappen. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr das zwischendurch macht, weil ihr seht, meine Finger sind wieder sauber, dass ihr euch nicht wundert. So, gerade habe ich alles mit den Fingern verwischt. Jetzt bei den Bäumen nehme ich meinen Gummiwischer, damit ich jetzt harte Kanten bekomme. Ihr seht, dass ich auch zwischendurch einfach mal Äste so durchziehe, obwohl die vorher gar nicht vorgemalt sind. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das lockert das ganze Bild noch ein wenig mehr auf. Ein bisschen abklopfen. So, jetzt geht ihr bei. Ihr seht, hier ist die Lichtquelle und die Strahlen gehen ja nach links. Das heißt, auf der linken Seite malt ihr ein bisschen Licht an die Bäume. Und auf der rechten Seite, auch wenn die Strahlen dorthin gehen, auf der rechten Baumseite, also auf der rechten Seite der Bäume, malt ihr das Licht auf der linken Seite. Ihr könnt natürlich auch hier ein kleines bisschen Licht machen, bei den Bäumen, die ganz weit weg sind.
wenn ihr das möchtet. Das wird aber gleich so weit verwischt, dass man es kaum sieht. Und jetzt mit dem Wischer, den ihr ein bisschen sauber macht, weil da ist ja jetzt auch schwarz dran, geht ihr einfach einmal entlang. Das Licht könnt ihr in Gelb setzen oder in Weiß, wie ihr das halt haben möchtet. So, jetzt gehe ich auf der gegenüberliegenden Seite, gehe ich mit Braun ein wenig rein. Ich möchte ja das Grün, das kommt ja nachher so ein bisschen durch, deswegen möchte ich auch nicht, dass die Bäume ganz in Schwarz sind. Muss natürlich auf der gegenüberliegenden Seite sein, wie ihr euer Weiß gesetzt habt. Und ebenfalls nach dem Saubermachen einmal verstreichen. So, jetzt arbeitet ihr mit dem dunklen Grün noch einmal ein bisschen intensiver den Baum, das Grün des Baumes nach. Also gezielter, nicht nur so flächig. Und jetzt arbeitet ihr mit einem helleren Grün. Schon mal ein paar Schattierungen rein. Ruhig teilweise über das dunkle Grün. Und in kreisenden Bewegungen verwischt ihr das jetzt. Jetzt gehe ich mit einem sehr hellen Grün rein, einem Gelbgrün, und setze die gesamten Lichterbereiche, das heißt auf der rechten Seite wird immer was zum Licht, das Grün, was zum Licht hin leuchtet, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, was zum Licht hin gezeigt wird. Das heißt, hier auf der linken Seite wie mit dem Weiß und auf der linken Seite der Bäume, also auf dieser Seite, wird das natürlich auf der rechten Seite gemacht. Ich hoffe, das ist so verständlich, wie ich das versuche zu erklären. Ihr dürft keinen Schrecken kriegen, wenn ihr so ein extrem helles Grün nehmt. Aber es soll ja auch wirken. So, dann wird das wieder verwischt. So, jetzt arbeite ich den grünen Bereich unten. Da möchte ich ganz gerne mir einen leichten Weg möchte ich mit einarbeiten.
achtet bitte darauf, wenn ihr anfangt, dass ihr unten breit und nach oben hin werdet ihr immer, immer schmaler. Der wird mit dem Wischer auch einmal nachgearbeitet. Und zwar waagerecht. Da ihr ja das schwarze Papier habt, kommen automatisch schon die dunklen Strukturen da rein. Trotzdem setze ich noch ein paar in der Mitte des Weges, ein paar helle Streifen. Jetzt arbeite ich mit dem dunklen Grün den Waldboden und setze, wie ihr seht, ruhig direkt bis in die Bäume rein. Bis auch an den Weg heran. So, da gehe ich mit dem Finger einmal drüber und verwische das ein wenig. Ich ziehe das auch ein kleines bisschen hinten in den Hintergrund mit rein. Aber da ziehe ich das auch nur so schemenhaft rein. Weil da soll er natürlich auch ein bisschen von dem Grün zu sehen sein. Abklopfen. Jetzt mit einem etwas helleren Grün versuche ich jetzt schon so ein bisschen die Waldboden Struktur, also das Moos, rauszuarbeiten. Ihr seht, ich mache immer kleine kreisende Bewegungen. Jetzt ziehe ich mit dem Finger vorsichtig alles auf dem rechten Bild, ziehe ich das nach rechts, auf der linken Bildseite ziehe ich das nach links. Immer, dass es aussieht wie vom Licht angestrahlt. Jetzt nehme ich einmal die Kreide, die dunkle, die schwarze Kreide und setze einen Hauch schwarz an den Weg. Und verwische das. Jetzt nehme ich noch ein helleres Grün, was ich gerade oben auch hatte, und arbeite jetzt die Lichtquellen noch ein wenig aus. Da das wie Moos aussehen soll, kann man natürlich das auch auf den
Baum so ein bisschen hochziehen. Noch ein kleines bisschen in den Weg reinsetzen von dem Grün. Aber dann wischt bitte mit dem Wischer und nicht mit den Fingern. Und links und ganz links und rechts werde ich ein kleines bisschen mit Schwarz reingehen. Ich möchte, dass das so ein bisschen dunkler wirkt, weil das soll ja ein Wald werden, der ein bisschen in einigen Bereichen auch nur angestrahlt wird. Man hätte das natürlich jetzt alles mit weißem Papier machen können, aber ich finde diese Struktur, die dieses schwarze Papier schon gibt, finde ich schon faszinierend. Aber bei dem Schwarz seid bitte vorsichtig, weil das deckt halt so vieles ab, dass man hinterher zu viel Dunkelheit hat und gar nicht so viel möchte. Also ihr seht, ich setze immer nur ein kleines bisschen auf und verwische das sofort, um zu sehen, ob das reicht oder nicht. So, was man jetzt noch machen könnte, mit Stiften könnte man jetzt noch arbeiten, dass man den Baum zum Beispiel ein bisschen, die Bäume, die ganz nah sind, ein bisschen ausarbeitet. Bisschen Struktur reinbringt. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Habe ich jetzt einfach verschiedene, nehme jetzt einfach verschiedene Brauntöne. Und vielleicht auch ein ganz helles Oliv, um die Lichter nochmal zu bearbeiten von dem Baum. Den Weg werde ich noch mal ein bisschen bearbeiten.
Und jetzt werde ich noch ganz zum Schluss nochmal die Strahlen ein wenig, vorher mache ich mir natürlich meine Hände sauber, dass ich die Strahlen nochmal ein bisschen mehr raushole. Ich denke, dass ich das Bild so lassen werde. Jetzt muss ich noch eben unterschreiben. Gucken, einen helleren Stift nehmen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitmalen. Ich hoffe, ihr hattet, dass ihr mitmalt. Ja, und ich denke mal, weitere Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Und dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Kunstengel.